Yo, meine lieben Freunde, was geht ab? Dambo ist wieder am Start hier mit Karrieremodus Hannover 96 und wir sollen heute Pokal spielen gegen BVB Borussia Dortmund und ich will als erstes natürlich ein bisschen auf eure Kommentare eingehen. Ich habe jetzt hier unter einem Video zum Beispiel gelesen von dem Bukit Tahsin. Warum heißt du rum? Dein Gegner ist das beste Bundesliga-Team der Welt. Ist doch klar, dass es so schwer ist. Ja, natürlich, das war das Spiel gegen Bayern München. Natürlich ist es ein bisschen schwieriger, dann gegen Bayern München zu spielen. Absolut. Dann hat der Marco Gemici geschrieben, lass Stindl spielen, das ist der mit dem zweitbesten Ranking. Und das haben sogar auch andere geschrieben, auch der, wer hat es zum Beispiel auch noch geschrieben? Hier, der Simon Roseno, wieso lässt er nicht Stindl spielen? Das wollen wir dann ja auch gleich mal umsetzen. Wir setzen den Stindl hier in unser Team. Nicht vergessen, in die Kommentare schreiben, Hashtag DudeStyle. Denn wir wollen heute den richtig heftigen Style haben. So, und wir bringen Stindl, ZOM. Ich bringe ihn mal für Sobiech. So, den lassen wir Sobiech ein bisschen auf der Bank. Ist okay. So, machen wir. Und dann haben wir noch den Hoffmann. Du musst Hoffmann Stamm spielen lassen, sagt der Roman. Er hat ein sehr, sehr gutes Potenzial. Da wollen wir das Potenzial nochmal ein bisschen versuchen zu fördern. Hoffmann für Marcello. Und dann soll es das so gewesen sein. Damit speichern wir ab und gehen direkt ins Spiel hinein. Pokalspiel gegen Borussia Dortmund. Wir haben das Spiel in der Bundesliga gegen Dortmund verloren. Wir haben einfach mal verloren. Ja, aber das können wir natürlich besser. Da glaube ich ganz stark dran. Und wie gesagt, nicht vergessen, ich habe es hier extra mal hingeschrieben. Hashtag DudeStyle. Das wollen wir ein bisschen polarisieren hier. So. Hinein. Ins Spiel. Gegen Borussia. Borussia Dortmund. Karrieremodus. K.O.-Runde. Klar, dass das nicht klappt. Ja, auf jeden Fall müssen wir aufmerksam sein. Gucken, dass sie hier nicht durchbrechen. Die haben schnelle Spieler am Stissel. Aber das soll Abseits gewesen sein eigentlich. Wie gesagt, nö. Ich hab den eigentlich im Abseits vermutet. Aber so war es dann offensichtlich nicht. Gibt aber trotzdem Abstoß. Es ruckelt leider ein bisschen bei mir. Vielleicht durch die OBS-Aufnahme hier. So, komm, jetzt müssen wir mal ein bisschen Speed aufnehmen. Oh Mann. Alter. Nein. Komm schon, Mann, Alter. Müssen sich hier wieder tierisch konzentrieren. Wenn die einfach so ein schnelles Umschaltspiel haben, die Dortmunder. Von hinten gegrätscht, ey. Das ist ja schon ein Mordversuch, ey. Alter, Jakona, wo läufst du denn hin?
Das ist dein Ernst, Alter. Komm schon, Mann. Kann nicht sein, oder? Wow, wow, wow. Hey! Ja! Den Ball hatte ich locker, ey. Ey, sowas hasse ich immer, ne? Wenn die mich von hinten da wegrätschen. Und es gibt einfach nichts, ey. Und dann verliere ich den Ball, aber es gibt einfach nichts. Aus dem Netz. Mann, Alter. Kriegst du dich drin, ne? Kriegst du dich drin. Doch, schön gesehen, dass Jakonanda läuft. Weidenfeller. Krieg ihn gerade noch mit dem Ellbogen, war es, glaube ich, abgewehrt. Schön schnell gemacht, das Spiel auf jeden Fall. Ja, da so mit Seitenrippe. Wer war es? Wahrscheinlich Stindl. Und alle sagen, siehst du, haben wir doch gesagt. Stindl hat den Dude-Style hier. Er ist auf Dude-Style. Also im Gegensatz zu dem Rest hier. Oh Mann. Shinji Kagawa, der hat uns das Leben auch schwer gemacht. Ein Doppelpack im letzten Spiel. Aber hier bringen wir ihn zum Stoppen. André Hoffmann war es wohl. Im Kopfball, okay. Was sagt der Nächste, habe ich dir gesagt. Hoch da, komm. Jo. Ist nicht schnell genug, ist nicht schnell genug. Ja! Was ist das hier, ey? Ist das ein WWE-Ring oder was, ey? Hier gegen The Rock oder was? Alter! Ist das denn sein fucking Ernst, Mann? Alter Schwede, von hinten umgegrätscht. Gibt's da noch gelb? Nö. Natürlich nicht. Für alles gibt's nachträglich gelb, nur für die Aktion nicht. Ecke, Ecke, Ecke. So, komm, Hoffmann, vielleicht nochmal so ein Ding. Oh! Oh! Umgegrätscht! Mann, Alter, ey, das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich ihn auch noch selber ins Ausgeschossen. Oder? Ja. Oh, Alter, aber wie er da umgesetzt wird. Am Ball ist der Kollege da nicht gewesen. Also ich schon. Sonst wäre er ja nicht im Aus gewesen, aber nicht der andere Kollege. Ja, sehr schön. Genau so. Zwingt sie zu Fehlern, Jungs. Alter! Du, Alter, ich... Fick dich. Echt, wirklich. Da wäre ich jetzt komplett eskaliert, ne? Ey! Was ist das denn, Mann? Nein! Nein! Ja, durch die Beine, na klar.
Ist ja nichts für ihn hier. Da kein Problem. Da sind vier Hannoveraner. Das ist für ihn noch kein Problem. Abseits. Kein Abseits, Alter. Kein Abseits. Der spielt ihn komplett da in den Rückraum. Alter, geht das noch oder was? Mann, Alter, ey, es kotzt mich schon wieder an. Wir müssen auf jeden Fall jetzt ein bisschen offensiver mal wieder spielen. Kondition geht noch. So, offensiv. Und Jako Nahn, Stindl, die sind doch alle da drin jetzt. Also das mit Immobile, ich bin mir da nicht sicher, ob das nicht irgendwie abseits gewesen ist. Wo ist eigentlich hier Stopp da? Er nimmt den ohne Probleme ab, natürlich. Genau auf dem Torwart, Alter, ist das dann ein Scheiße ans Maul. Alter, die sind nur am Grätschen, verdammt nochmal, ey. Ja! Sicherlich! Sicherlich! Wahrscheinlich! Cool. Devin Campbell. Nein! Ja! Oh! Oh ja, Mann, Digga, das ist richtig verdient. Schön 1:1 hier gegen Dortmund im Pokalspiel. Mann, wichtiges Ding. Super, Mats Hummels. Boom! Oh, wir sind ein bisschen, ich wollte am Torwart vorbeilaufen und dann kriegt er die Pille nicht unter Kontrolle. Und wer ist es dann? Wer ist es? Der Stindl! Ja, habt ihr doch gesagt. Ich weiß so schon, dass es in den Kommentaren auftauchen wird, Alter. Oh, wie du gesagt hast, du. Ja. Ich versuche ja auch mehr auf die Kommentare einzugehen. Doch, kein Problem, Dinges. Doch, komm schon, komm schon. Jetzt sind wir auf jeden Fall mit Oberwasser. Ich würde auch gar nicht wieder auf defensiv umstellen. Das läuft ja jetzt gerade. Und ich habe ja gelernt, man soll es dann so lassen, wenn es läuft. Chiat. Nein, der Fuck! Weiß nicht, ob man es hört gerade. Bei uns ist hier gerade Sirene an. Oh! Lauf, Lampe, lauf! Nein! Haben Ballern haben die räudigen Hunde, ey. Abseits. Ciro Immobile steht da im Abseits. Das hatte ich aber auch gesehen. Also das wäre jetzt nur wirklich ganz unfair gewesen, wenn er das nicht gepfiffen hätte.
mal die Pille jetzt raus, da komm, ey. Wahrscheinlich ist er gleich verletzt. Beide verletzt oder was, Alter? Willst du mich denn komplett verarschen hier, du behinderte Spielmann? Nein! So, wir müssen jetzt erstmal wechseln hier. Das vergessen nämlich immer, dass ich hier ja auch schon wechseln kann. Andreasen ist verletzt. Mittelfeld. Wen können wir denn da nehmen? Gülsemann. Ja. Und ich würde sagen, Sané sollten wir auch mal wechseln. Sané kann auch schon nicht mehr. Aber dann war es das auch der letzte Wechsel, ne? Glaube ich. Kiyotake muss da durchhalten. Ich glaube, wir haben noch gar nicht gewechselt. Dann habe ich sogar noch einen Wechsel über. Das ist aber auch okay so. Ich werde wahrscheinlich, falls es hier in die Verlängerung gehen sollte, noch einen Wechsel brauchen. Schöner Einsatz. Ja, kriegt der Dortmund, ne? Nein! Alter! Lass doch Vorteil, Mann! Schiri! Ich kann doch keine Elfmeter schießen, Mann! Rote Karte. Aber für Ginter, aber... Digi! Ich kann doch keine Elfmeter schießen, Mann! Ich war komplett frei! Wenn das nicht Vorteil ist, was dann? Boah, wird da schön umgesetzt, ja, klar. Nein, Mann, ich war komplett frei. Ich kann keine Elfmeter schießen. Und der Torhüter weiß ja sowieso, wo ich hinschieße. Nein, Mann. Ey. Ey, ich wusste das. Leck mich so fett am Arsch, Mann. Ey, ich hasse das Spiel. Ich hasse dieses verdammte Spiel. Es hat's doch echt auf mich abgesehen, Mann. So eine verdammte Kacke. Junge, ich bin da durch. Ich bin so durch. Und er pfeift ab, der Spasti, ey. Mann, Alter. Wie mich das schon wieder aufregt. Ich kann keine Elfmeter schießen in diesem abgefuckten Spiel. Echt. Komm, Digi, komm. Was ist denn das für ein Scheiß? Nee, Alter. Wo ist der Keeper, Alter? Wo ist der Keeper? Digga, lauf! Lauf, Digga! Nein! Nein! Oh mein Gott! So eine Scheiße, Mann! Oh! Alter, wie das Spiel hier gerade hakt, ey. Was? Mann, Alter! Oh, ich dreh so durch. Ah, der ist weg. Ich kann jetzt auch perfekter Konter für. Oh, es geht in die Verlängerung. Oh Mann, Alter. Mitten im Elfmeter. Genau deswegen werde ich das Spiel auch verlieren, ey, weil ich den Elfmeter vergeigt habe. Alter, was sind das hier für Szenen? Pokalspiel. Indem man richtig Nerven braucht. So, Jakonan ist echt schon ein bisschen auf. Was mache ich? Was mache ich? Was mache ich? Ich glaube, ich bringe Sobiech.
Oder Joselu. Joselu nochmal für Jakonan. Letzter Wechsel. Mann, der ist auch schon richtig im Arsch. Stindel. Stindel. Versucht's mal. Schade. Jetzt ist hier wirklich alles oder nichts angesagt in der Verlängerung. DFB-Pokal, oder wie heißt er ja irgendwie anders, weil FIFA die Lizenz nicht hatte. So. Nein. Sowas regt mich immer besonders auf, ey. Komm, dranbleiben, Digga. Ja, dran da, sehr gut. Wo ist meine Mannschaft, Alter? Wo seid ihr denn, wenn man euch braucht, verdammt normal? Boah, was? Boah, was, Alter, ist das denn dein Scheiß Ernst? Ich hab den da oben anvisiert, Mann, du komplett behinderter Typ, Mann. Schön. Schön gesehen, Alter. Richtig geil. Und da oben läuft keine Sau mit. Was? Jetzt nimmst du den Typen? Willst du mich denn echt komplett verarschen, Alter? Das ist so ein behindertes Spiel, Mann. Das ist so behindert, echt. Jungs, ihr wollt mich doch echt ärgern, oder? Ey, es kann nicht euer Ernst sein. Mann! Oh, es ist unglaublich, ey. Es ist so unglaublich, Mann. Alter Schwede. Jungs, das gibt es nicht, oder? Sachen, die gibt's gar nicht mehr. Alter, die spielen so aggro. Ah! Schön. Boah, an allen vorbei! Yo, geile Idee. Komm. Also. Ja, perfektes Spiel jetzt hier. Na da. Ja, Digga, komm. Nö, oder? Alter. Was für ein Kondi... Wo holen die jetzt auf einmal die ganze Kondition her? Kann mir das mal irgendeiner erzählen? Meine Leute sind komplett auf und die sprinten mir die Stürmer weg da, oder was? Ey, ist das denn dein Scheiß, Mann, ey? Oh, das riecht mich so auf hier, ey.
Macht sie doch jetzt fertig, Mann. Nein, nein! Oh, Leute! Schön, Schiri, gut. Nein! Ich dreh komplett durch, Alter. Ich dreh komplett durch. Es ist unglaublich. Es ist so unfassbar, Mann, Alter. Wie viele Chancen haben wir hier liegen lassen, Mann? Wie viele verdammte Chancen haben wir hier liegen lassen? Ey, das kann nicht sein. Es kann echt nicht sein, oder? Alter, er hat schon drei in die Mitte geschossen oder so. Ja! Mann, wichtiges Ding! Nein! Das war's. Leute, das gibt's nicht, ey. Es gibt's nicht. Das ist so mega, mega unverdient. Okay, ja klar. Dortmund hatte natürlich auch ein paar gute Chancen gehabt. Hat, glaube ich, auch irgendwie einmal Pfosten, einmal Latte getroffen. Aber ich glaube, insgesamt vom Kämpferischen, vom Aufreißen, vom Arsch aufreißen, ja, haben wir hier echt das bessere Spiel abgeliefert. Nein, Mann, ey. Und dann ganz am Schluss, so eine richtig dicke Chance alleine nochmal vor Weidenfeller. Mit Joselu, glaube ich, der ja auch neu eingewechselt war. Und dann verlieren wir dieses verdammte Kackding, ey. Oh, Mann. So ein Scheiß, ey. So ein Scheiß, Mann. Das ist so unverdient. Ja? Laudra. Schon wieder verletzt. Immer noch verletzt. Oh je. Ja, momentan Spaß am Fußball. Auf der Bank sitzen. Ja, so. Kyotaku will auf der Bank sitzen, okay. Alter Schwede, was für ein Spiel. Das war so ein richtig, richtig geiles Dude-Style-Spiel, finde ich. Alter Schwede. Also, puh. Hut ab an die Mannschaft. Hannover 96 hat wirklich richtig gut gekämpft. Das war sicherlich eure Unterstützung. Also, war ein richtig nice Spiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Also, ich werde auf jeden Fall einen drücken. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder und da geht es dann gegen Frankfurt. Gegen Frankfurt wieder im Bundesligaspiel. Ich hoffe, ihr seid dabei und ja, ansonsten nicht vergessen, immer den Dude-Style behalten. Sehen wir uns in der nächsten Partie. Vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut!